Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Mich haben mal wieder ein paar Päckchen erreicht, das heißt, dies wird eine Telegramm-Folge. Los geht's direkt nach dem Intro. Wie gesagt, ein paar Päckchen und Pakete. Das Ganze schaut so aus. Insgesamt war das von drei verschiedenen Absendern. Also einmal das Päckchen, dann diese eher weicheren hier und diese drei Spiele. Das sind eben die drei verschiedenen Päckchen, die mich erreicht haben von drei verschiedenen Absendern. Anfangen möchte ich hier mit diesem harten Paket und den Rest, den lege ich einfach mal in mein schönes neues Regal. So, zwischengeparkt. Die Story dahinter ist, das Ganze kommt von Christoph, von Christophs Man Cave. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, schaut dort unbedingt mal rein. Ich verlinke ihn auch unten nochmal in der Beschreibung vom Video. Und Christoph, ja, was macht er auch? Videospielbezogene Videos, er macht ein paar Let's Plays, er macht auch Pickups, ist auf Börsen unterwegs, auf dem Flohmarkt und stellt so ältere, ganz alte Spiele vor und zockt auch in das eine oder andere, wie gesagt, auch mal rein. Jetzt habe ich hier ein Paket von ihm. Das Ganze ist eine Kanalspende. Eigentlich ging es nur um ein Gameboy-Spiel. Dafür sieht das aber ziemlich groß aus. Ich habe es schon mal aufgemacht, habe auch gesehen, es liegt ein Brief drin. Aber alles habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das heißt, ich habe so ein bisschen mit euch zusammen hier das Entdecken. Ich habe auch Christoph gefragt und er hat gesagt, es ist okay, wenn ich den Brief vorlese. Also sehen wir jetzt mal hier, was hier alles so drin ist, außer dem Brief. Ich versuche es mal hier so ein bisschen seitlich zu machen. Da sehen wir natürlich viel Verpackungspapier und den Brief. Hier steht: Hallo Tobi, wie bei Instagram besprochen, also wir haben eigentlich viel über Instagram geschrieben, nicht über E-Mail oder WhatsApp, schicke ich dir ein kleines Paket als Channel-Spende. Ja, vielen Dank schon mal vorab hierfür. Ich schaue deinen Kanal echt gerne, freut mich und bin sehr dankbar für das viele Feedback und die Tipps, die du mir am Anfang gegeben hast. Ja, also am Anfang, ich war einer von den ersten Abonnenten bei Christoph und habe da gerade unter den ersten Videos ein bisschen Feedback gegeben, ein paar Tipps gegeben und ja, so konstruktive Kritik, aber auch was gut gefällt, mal dort so hinterlassen. Und ich glaube, das hat ihm gut geholfen, denn seine Videoqualität ist wirklich rapide angestiegen. Deswegen schaut dort rein. Aber nicht jetzt. Jetzt schaut er noch hier. Sowohl das Wario-Land, und jetzt wisst ihr auch, worum es hier geht, einmal Wario-Land für den Gameboy, als auch die anderen Games sind Flohmarktfunde und vom Zustand natürlich nicht Mint. Ja, ich meine, Mint-Sachen, die behältst du. Ich habe gesehen, da bist ja ganz schön drauf aus, dass sie auch wirklich einen super Zustand haben. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß damit. Viele Grüße, Christoph. Ja, werde ich mit Sicherheit, denn spielen kann man ein Spiel auch, wenn es nicht mehr ganz so schön aussehen. Gehen wir hier mal auf die Seite. Und ganz vorne kein Spiel, sondern Katjes Wunderland Black Edition. Das sind schwarze Einhörner. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sind das Gummibärchen? Ist das Lakritz? Das sieht aus wie Gummibärchen. Und ja, wie diese, ja, so diese Teuflis. Kennt ihr die aus den Haribo Fantasia? Das sind auch diese blau-roten Teuflis. Das sind sowas ist da drin. Und schwarze Einhörner. Ich hoffe, dass es irgendwie ja, so schwarze Johannisbeere-Geschmack. Da stehe ich nämlich voll drauf. Das wäre geil. Und dann schauen wir mal hier, was hier drin ist. Viel Papier natürlich, Verpackungspapier. Und da lacht uns doch schon gleich das Wario-Land an. Wie du gesagt hast, oben das Label ist nicht mehr ganz so schön. Aber um es mal anzuspielen, reinzuspielen, sehr geil. Hintergrund, warum ich das jetzt hier in den Händen habe. Ich hatte das eigentlich schon mal in einem anderen Deal gehabt. Das war ein größeres Paket. Und der Absender, der hatte mir dann das falsche Wario-Land reingemacht. Das ist Zweier, was ich eigentlich schon habe. Und hat dann das Dreier hat er dann irgendwie eingetauscht oder sonst irgendwas. Und er war sich eigentlich sicher, dass ich das Zweier wollte und nicht das Dreier. Ja, seitdem bin ich irgendwie auf der Suche nach dem Dreier. Und jetzt, über Christoph, habe ich es eben hier bekommen. Sehr geil. Wario Land 3 für den Gameboy. Schauen wir mal weiter. Oh, da sehe ich was Großes. Einmal NES. Nicht schlecht. Chippendale Rescue Rangers, also das Chip und Chap Spiel.
Du sagst nicht im MINT-Zustand. Klar, hier oben ist ganz kleine Ecke, ja, sieht man es hier. Ganz kleine Ecke, wo der Kleber ab ist, aber das ist alles. Also, das sieht doch echt super gut aus. Und es ist jetzt kein super teurer Titel, aber jetzt auch nicht so Ramschware. Und spielerisch ist es auch ganz gut. Also, hey, das ist echt Top-Channel-Spende. Muss ich sagen, sehr geil. Das Zweier, ja, ist natürlich auch noch auf meiner Suchliste, aber da bin ich eigentlich sonst immer zu geizig gewesen, mir das zu kaufen, denn das ist ja doch schon ein bisschen höher im Preissegment angesiedelt. Aber hier ist Einser, auch schon spielerisch sehr schön. Weiter geht's mit Mega Drive NHL 95. Und ja, das ist ein Eishockeyspiel. Ja, sieht man's? Ja, Eishockey. Was sich natürlich ein bisschen anders spielt, als jetzt zum Beispiel Fußball oder Basketball spiele. Denn dadurch, dass es Eishockey ist auf dem Eis, sind die Spieler nicht ganz so leicht zu steuern und rutschen natürlich auf dem Eis so ein bisschen hin und her. So sieht das Modul aus. Und ja, ist typisch EA, Electronic Arts. Dieses Modul, das ein bisschen größer ist als die klassischen Mega Drive Module, und dann hier rechts, dann hier links von eurer Seite aus gesehen, dieses gelbe Element, ich glaube, das ist einfach nur Designgeschichte, dass EA da ein bisschen rausstechen wollte. Oh ja, sehr cool. NHL 95, definitiv nicht oder noch nicht in meiner Sammlung. Jetzt aber hier, dank dir, hat es einen neuen Besitzer gefunden, beziehungsweise meine Sammlung eine kleine Erweiterung gefunden. Dann muss ich gucken. Ja, da ist noch was. Nicht, dass irgendwas im Papier drin ist. Ja, also mal Kiste leer machen, aber noch zwei Goodies sind hier drin. Einmal Motocross Maniacs. Auch hier das Label oben so ein bisschen abgeranzt, und das ist klar, wenn das hier im Gameboy drin steckt, dann steckt das ungefähr bis hierhin drin, und wenn das dann eine Zeit lang drin ist und der Gameboy in der Hosentasche ist oder im Rucksack irgendwohin mitgenommen wird, und ja, dann kratzt das Label hier oben natürlich mit der Zeit ab, und wenn das dann ja eine lange Zeit und viel gespielt wurde, dann ja, umso mehr kratzt das eben ab. Deswegen findet man viele Gameboy-Spiele, die eben oben, gerade hier so im ersten, ja, Viertelbereich von oben, sehr verkratzt sind, gerade wenn sie halt viel gespielt wurden. Motocross Maniacs, das ist ein, ja, Motocross-Spiel, ein bisschen Vorgänger von Trials, würde ich sogar fast sagen. Und das ist eins von den ersten Spielen, die für den Gameboy rausgekommen sind. Und spielspaßmäßig muss es auch nicht schlecht sein. Ich habe das, glaube ich, noch nicht in der Sammlung. Auch wenn es jetzt nicht das Schönste ist, zum Spielen reicht das voll und ganz und kriegt dann ein schönes Cover. Dazu mache ich euch auch mal demnächst noch ein neues Video, denn da habe ich ja eine schöne Idee, wie man Gameboy-Spiele sehr schön aufbewahrt. Bleibt gespannt. Das ist das Zweitletzte. Eine Geschichte haben wir hier noch. Und auch, ja, nochmal ein Highlight. Geil. Wahnsinn. Turtles, Fall of the Foot Clan. Und auch hier das Cover sehr schön erhalten. Und ich muss sagen, sau gut. Also eigentlich nur angeschrieben wegen einem Spiel, das ich auch noch abkaufen wollte. Und jetzt habe ich hier so ein Paket mit einer sehr geilen Channel-Spende bekommen. Freut mich super. Also ich kann nicht mehr wie nochmal Danke, Danke, Danke sagen. Und Leute, checkt Christoph aus. Unbedingt anschauen. Kommen wir zum zweiten Päckchen. Das sind drei 3DS-Spiele. Ja? Also 3DS-Spiele. Das Ganze, der Deal wurde ausgemacht über unsere WhatsApp-Gruppe, das ist auch schon ein bisschen her, und zwar hat der Johannes aussortiert, beziehungsweise der Junior von ihm. Der hat ein paar Spiele zu verkaufen gehabt, und da habe ich mir diese drei Stück hier rausgesucht. Preislich war das jetzt nicht der Ultraschnapper, aber A, war das für einen Junior, das heißt, da wollte ich nicht verhandeln, und B, spart der Junior auf ein neues Fahrrad, und da denke ich, ja, kann man das auch mal ein bisschen unterstützen, wenn er sich schon hier von seinen Sachen trennt, um was Neues zu kaufen, dann braucht man da auch nicht wirklich groß noch dran zu verhandeln. Insgesamt habe ich 30 Euro bezahlt für die drei Spiele, was wie gesagt jetzt kein Schnapper ist, aber noch ein fairer Preis für 3DS-Spiele, für drei Stück, und es ist ja auch für einen guten Zweck in dem Sinne.
Fangen wir an. Einmal Driver Renegade 3D. Also Driver kennt man, ne, von PlayStation und so weiter. Dort hat es ja auch einen Anfang gefunden. Auf der PlayStation Classic war das noch. Und jetzt hier der 3D-Ableger auf dem 3DS Mobile Gaming. Und ja, viel mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann das nächste Spiel auch im Renngenre, aber sehr arcadig. Auch ein Klassiker von der PlayStation, Ridge Racer hier in 3D. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, Ridge Racer, so ein Arcade Racer, der spielt ja auch mit der Geschwindigkeit und ja mit diesem 3D-Effekt. Und da schaue ich mal, wie der hier auf dem 3DS rüberkommt. Und als drittes, spielerisch oder vom Spiel her würde ich sagen, ist das Highlight Yoshi's New Island. Leider in dieser Nintendo Select Edition, das heißt also die Classics oder die Budget-Reihe. Aber egal, im Spiel macht das ja auch keinen Abbruch. Und da ist der 3D-Effekt sehr schön, denn wenn man so an klassische Plattformer denkt, hat man ja den Hintergrund, der mit dem Parallax-Scrolling langsamer scrollt und der Vordergrund oder die Ebene, auf der die Spielfiguren spielen, der scrollt dann schneller. Und dadurch hat man ja auch schon auf dem normalen Fernseher eine Art 3D-Effekt oder zumindest ein Gefühl für die Raumtiefe. Und gerade hier bei solchen 2D-Plattformern ist natürlich der 3D-Effekt dann, der bringt das nochmal schön hervor. Und da braucht man auch nicht sehr stark den 3D-Effekt im 3DS so einzustellen. Nur so ein kleines bisschen, um so dieses Gefühl noch ein bisschen zu verstärken. Und da macht das wirklich nochmal so viel Spaß, wie jetzt so ein Spiel hier wie Yoshi's New Island eh schon macht. Also sehr cool. Drei Spiele hier von Johannes, beziehungsweise ja, Grüße an den Kleinen. Und kommen wir zum letzten Päckchen. Ihr seht hier, die sind einzeln verpackt. Das habe ich als ein Päckchen oder eine Bestellung aufgegeben bei The Hut Group. Also in England habe ich das. Das gehört zu Savvy. Wer gehört da noch zu MyProtein? Savvy, All Soul, The Hut, MyBag. Ja, also ein Verbund von verschiedenen Webshops, die zu einer Firma gehören. Und ja, da habe ich eine Bestellung abgegeben, aber irgendwie sind die ganzen Dinger hier in 3, 4 Tagen unterschiedlich angekommen und auch extra versendet. Sprich, die haben viermal Porto hier müssen bezahlen, obwohl ich nur einmal oder was sogar Porto gerade, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einmal Porto bezahlt, aber trotzdem haben sie es in 4 Päckchen geschickt. Egal. Ihr könnt es ja euch schon vorstellen. Es geht hier um neue Kleidung und ja, was kauft ein Nerd? Nerdy T-Shirts. Fangen wir mal an. Ich nix noch mal hier weg und mache sie einzeln auf. Wenn man die, ich habe es schon aufgerissen, aufgeschnitten. Der Geruch riecht nach Essig. Ich glaube, das ist dann so eine Konservierung, irgendwie damit die Motten wegbleiben oder sonst was. Also jetzt nicht groß nach Chemie, wie man es von anderen Billigkleidungen gewohnt ist, sondern irgendwie nach Essig. Ist aber original lizenzierte Ware und bezahlt habe ich pro T-Shirt 6 Euro. Das kann man doch durchaus mal machen. Ne? Hier einmal von Nintendo eine Donkey Kong Jim. Fand ich sehr geil mit den Barrels, die eben das Gewicht hier sind und Donkey Kong als Gewichtheber. Dann, was haben wir als nächstes? Ein schwarzes Shirt. Einmal zum NES. Finde ich sehr cool, dieser 80er-Style mit diesem, ja, Türkisblau auf dem Schwarz. Finde, das kommt sehr geil rüber. Dann nochmal klassisch weiß. Nicht Nintendo, nicht videospielbezogen, aber trotzdem sehr nerdig. Marty! Ich habe eine großartige Idee. Was? Merchandise. Was hat das denn hier damit zu tun, Doc? Positionierung. Zuerst müssen wir einen Hype generieren. Wow, Doc, ich verstehe kein Wort. Und Jennifer genauso wenig. Erklär's uns. Okay, von vorn. Lass es mich dir erklären. Wie funktioniert das nun? Wie können wir mit Merch Geld machen? Willst du etwa von mir Geld leihen? Nein, Marty. Mr. Fusion wird gezeigt. Und jeder will Merch davon. Wir machen Millionen von Dollar.
Mr. Fusion muss natürlich weiß sein, ne? Ganz klar. Und zu guter Letzt Nummer 4. Nochmal hier Nintendo. Ich glaube, das kennt man eher. Das ist auch öfters, sieht man das mal auf Conventions oder in Videos, dass Leute das anhaben. Classically trained mit dem NES-Controller. Ja, das ist meine neue Ausstattung. Das heißt, in den nächsten Videos werde ich dann auch mit diesen T-Shirts hier rumlaufen. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, pro T-Shirt habe ich 6 Euro bezahlt, was jetzt wirklich für Original-Merch nicht teuer ist. Und da habe ich dann deswegen mal zugeschlagen. Das war eben eine kurze Aktion. Normalerweise kosten die so 12, 14, 15 Euro, die T-Shirts. Und da dachte ich mir, ja, für 6 Euro das Stück, mehr als 50% gespart, kann ich mir mal so ein paar Stück zulegen. Ja, und das war's auch schon hier in dieser kurzen, knackigen Episode. Ein paar Pickups bzw. ein paar Päckchen, die hier angekommen sind, die musste ich jetzt einfach mal weg verfilmen, damit die hier aus dem Schrank rauskommen, ich auch die Spiele einsortieren kann. An dieser Stelle nochmal schönen Gruß an Johannes und an den Junior und definitiv auch an Christoph für diese klasse Channel-Spende mit den verschiedenen Spielen zu verschiedenen Systemen, die du mir hier gemacht hast. Wirklich super gut. Ich danke recht herzlich euch für die Päckchen, die ihr zugeschickt habt, aber auch euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne hier unten den Daumen drücken, dass es euch gefallen hat, oder auch das Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis denn, wir sehen uns. Frohes Datteln, frohes Jagen auf Flohmärkten. Euer Telespiel-Tobi.